Ist das Handwerk weiblich genug? Haben Frauen mehr Power und setzen sie bessere neue Impulse? Begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer Talkrunde hier aus Wiesbaden. Schön, dass Sie dabei sind. Viel Spaß! Mein Name ist Kai Völker. Ich freue mich, dass Sie heute ebenfalls mit dabei sind. Wir gendern, wir kreieren und erfinden neue Berufsbezeichnungen für Frauen. Die Gleichstellung und auch die Gleichbehandlung im Handwerk ist eine der wichtigen und zentralen Zukunftsaufgaben. Auch die Ausbildung und die Anerkennung und das nicht nur über den Lohn. Heute ist der Tag des Handwerks und wie sollte es anders sein? Auch in 2021 findet das Ganze online statt für Sie. Und wir sind hier sozusagen alle genesen, getestet oder auch schon komplett durch vollgeimpft, zusammengekommen in der Handwerkskammer und freuen uns zu einem sehr launigen, sehr interessanten Talk zum Thema Frauenpower im Handwerk. Und das sind meine Gäste. Die Gesellin Luisa Marie Triebert aus Hungen ist da. In Mittelhessen arbeitet sie als Hörakustikerin bei ESPIC Hörgeräte in Polheim. Sie ist Azubi des Monats Mai gewesen und gerade frisch gekürte Kammersiegerin. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Frau Triebert. Dankeschön. Sie sagt, mein Beruf ist sehr vielseitig und ich habe viele Entwicklungsmöglichkeiten. Man sieht in diesem Beruf, man steht in diesem Beruf nie still und dadurch muss man sich in der technischen Welt der Hörgeräte immer wieder weiterentwickeln. Es ist nie langweilig, da jede Stunde ein neuer Kunde oder eine neue Kundin kommt mit einer neuen Persönlichkeit, auf die man sich einstellen muss. Es ist wichtig, gegenüber anderen Menschen sehr offen und ehrlich zu sein. Ja. Dann freue ich mich sehr auf die Jungmeisterin im Kosmetikerhandwerk in Wiesbaden. Hanna Wienzek ist da. Herzlich willkommen, Frau Wienzek. Sie hatte es nicht weit, fußläufig sozusagen von der Wiesbadener Berufsfachschule für Kosmetik. Und sie sagt, Wimpernverlängerung und oder Wimpernverdichtung ist nicht alles. Vielmehr schenke ich meinen Kundinnen ein faszinierendes und strahlendes Aussehen. Das ist das, was mich antreibt. Schönheit, Wellness und Gesundheit werden immer intensiver gelebt und wussten oder ahnten das wohl auch schon ihre Großeltern und oder ihre Mutter, die die Berufsfachschule zu einem Ort gemacht hat, wo das Lernen zu einem Erlebnis wird. Sehr toll. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Dann die Meisterin im Maler- und Lackiererhandwerk und Inhaberin der Ferdinand Hummel Baudekoration GmbH in Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis, Esther Hummel. Schönen guten Tag, Frau Hummel. Ja, danke. Schön, dass Sie da sind. Zudem ist sie auch noch Kreishandwerksmeisterin der Kreishandwerkerschaft Gelnhausen-Schlüchtern. Und sie sagt, bei uns hat jeder Mitarbeiter seine individuellen Stärken. Dabei haben wir alle eins gemeinsam. Unsere Leidenschaft für das Handwerk. Wir lieben es einfach, wenn alles Hand in Hand geht und am Ende perfekt zusammenpasst. Dafür steht die Firma und auch die Familie Hummel. Und zu guter Letzt ein Mann, der Gastgeber heute, der Kammerpräsident der Handwerkskammer Wiesbaden, Stefan Füll. Schönen guten Tag, Herr Füll. Wer hier heute Hahn im Korb ist, ist, glaube ich, zweifelsfrei klar, nämlich Sie. Vielleicht die erste Einstiegsfrage an Sie heute. Ja, mit welcher Herangehensweise wollen Sie denn mehr Frauen fürs Handwerk gewinnen? Lassen Sie mal Ihre Schamoffensive durchkommen, bitte. Ja, ich glaube, der Charme wäre eher von der anderen Seite benötigt. Und das, glaube ich, ist wichtig, auch im Handwerk unterzubringen. Und daher appelliere ich natürlich dazu, auch junge Frauen im Handwerk eine Chance zu geben und dann entsprechend erfolgreiche Karriere zu starten, wie es hier unsere Teilnehmerinnen auch gemacht haben. Was bedeutet für Sie überhaupt Frauenpower im Handwerk? Ja, also wir haben ja natürlich schon die klassischen Handwerksmännerberufe und da stellen wir schon fest, dass durch Frauen sich das Berufsbild ziemlich verändert hat die letzten Jahre. Es ist doch ein bisschen ansprechender geworden. Es hat auch in den Betrieben dazu geführt, dass der Umgang durchaus etwas besser geworden ist. Die raue Sprache auf dem Bau ist, glaube ich, verschwunden. Es ist doch alles etwas harmonischer
Und ich muss als Selbstbetriebsinhaber natürlich sagen, es treibt die eigenen Gesellen auch dazu, ein bisschen anständiger und sorgfältiger auf die Baustellen zu kommen, wenn man junge Frauen mit im Betrieb hat. Vielleicht die Frage, ob es notwendig oder vielleicht sogar sinnvoll ist, Männer und Frauen gleichermaßen im Handwerk und einem Gewerbe und einem Gewerk zu haben. Geht das denn überhaupt so prinzipiell überall? Ja, ich denke, es geht heute überall. Wir haben es vorhin ja schon mal in kleiner Runde besprochen. Es gibt natürlich im Bereich der Kosmetik im Moment noch wenig Männer, die dort einstarten. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr den typischen Männerberuf, wo es nur Männer gibt. Wir haben sie von den, bei den Metallbauerinnen sind Frauen dabei, Tischler, Maler schon viele Jahre immer mit dabei, mal ein bisschen schwankend. Aber wenn wir dann halt überlegen, wie viel sind denn nach erfolgreicher Ausbildung noch im Handwerk geblieben, da reduziert sich es dann schon ein bisschen. Und da muss man einfach gucken, Berufe haben sich so entwickelt, dass sie durchaus von Mann und Frau gleichermaßen ausgeführt werden können. Es ist nichts Schweres mehr zu heben. Es gibt nicht mehr die körperlich so anstrengenden Berufe. Von daher sind das Berufe, die für beide Geschlechter offen sind. Und das würden wir uns mehr wünschen. Luise Marie Triebert hat Abitur gemacht, danach eine Ausbildung zur Hörakustikerin begonnen, wurde dann in ihrem dritten Lehrjahr von der Handwerkskammer Wiesbaden zum Lehrling des Monats Mai ausgezeichnet. Wie Luise Marie Triebert zu ihrem Ausbildungsberuf gekommen ist und warum der Beruf genau das Richtige für sie ist, zeigen wir Ihnen jetzt. Gucken Sie mal. Also ich bin dazu über meine Ausbilderin, jetzige Ausbilderin gekommen, über die Ricarda Gall. Ihre Großeltern wohnen gegenüber von mir und dadurch kennen wir uns eigentlich schon von früher. Genau, und dann habe ich sie einfach angeschrieben per WhatsApp. Habe einfach mal nachgefragt, wie das denn an der Arbeit so bei ihr ist. Und dann durfte ich auch direkt schon zum Probearbeiten kommen. Und dann habe ich angefangen, hier zu arbeiten. Also der Beruf ist vor allem dadurch das Richtige für mich, weil man einfach viel mit Menschen macht. Man hat den ganzen Tag mit Menschen zu tun. Und man sieht vor allem seine Arbeit. Also man macht was Handwerkliches, man arbeitet wirklich mit seinen Händen und erschafft da was ganz Neues und vor allem dann die Kunden auch glücklich zu sehen. Also ihnen da wieder ein neues Hörerlebnis zu geben und ein neues Hören, das einfach, manchmal kommen da sogar Gänsehautmomente dann zustande, wenn sie auf einmal ihre Angehörigen wieder hören können. Ja, das macht Spaß. Frau Triebert, also Ausbildung mittlerweile erfolgreich beendet, genau. Auch als Kammersiegerin die Gesellenprüfung abgeschlossen. Ja. Glückwunsch dazu nochmal. Dankeschön. Recht herzlich, glaube ich, von uns allen hier in der Runde. Gemäß des Mottos, selbst ist die Frau. Waren Sie schon immer so zielstrebig und ehrgeizig im Leben? Tatsächlich schon, ja. Also die oberste Devise war eigentlich für mich, mit mir selbst zufrieden zu sein mit dem Abschluss der Ausbildung, mit der Gesellenprüfung. Und dass das natürlich jetzt noch so, dann die Auszeichnung dann dazu kam, ist natürlich sehr schön. Ist das sozusagen im Paket Triebert schon mit drin? Also hat man das über die Gene der Eltern mitbekommen, dieses ich möchte etwas unbedingt schaffen? Ja, ich denke schon. Ja, also auch mein Papa ist auch sehr zielstrebig und ja, auch von meiner Mama habe ich auch ganz vieles mitbekommen und ja, wir sind sehr zielstrebig auf jeden Fall. Bleiben Sie denn im Betrieb oder haben Sie da noch größere Wünsche oder gehen Sie das ganz anders ran? Also im Moment arbeite ich immer noch bei SBK Geräte, wurde direkt nach der Ausbildung dann übernommen und ja, man hat bei uns einfach tolle Weiterbildungsmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel mit Kindern noch weiterarbeiten oder sich im Bereich Gehörschutz noch mehr spezialisieren. Mhm. Und ich denke, dass ich auf jeden Fall da noch meine Ziele habe, die ich hoffentlich auch so weit, wie ich jetzt möchte, auch verfolgen werde. Ja. Und das straight on, immer geradeaus. Da lassen Sie sich doch links und rechts jetzt nicht mehr abbringen, sozusagen von niemandem. Ja, eine, die den Sprung zur Meisterin schon gewagt hat, ist Hanna Wienzeck. Sie war die beste Jungmeisterin
in Ihrem Gewerk im Meisterjahrgang 2020. Da die Meisterfeier 2021 ausgefallen ist, haben wir bei ihr direkt einen Film drehen können. Und in diesem Film verrät uns Hanna Wienzek unter anderem, warum sie sich dazu entschieden hat, den Meister zu machen und was sie sich dadurch erhofft. Meisterin? Warum Meisterin? Man muss es doch gar nicht machen, oder? Für die Kosmetikerin. Ja, tatsächlich. Aber mir war es persönlich wichtig, mich von der Konkurrenz natürlich abzuheben. Mhm. Und während der gesamten Ausbildung war das eigentlich schon mein Ziel, quasi mein Handwerk zu perfektionieren. Es ist ja auch noch mal ein Titel und eine große Ehre, sich Meister nennen zu dürfen. Ja. Genau. Was erhoffst du dir denn dadurch, durch diesen Meisterbrief? Natürlich ist es einmal das Privileg, selbst ausbilden zu können. Es ist natürlich auch noch mal eine große Hilfe, wenn man dann sagt, man übernimmt irgendwann den Posten von der Mama, dass man dann schon sagen kann, der Chef ist Meister. Ich kann mich noch bestens daran erinnern, Frau Wienzek, an diesen Besuch, an die grüne Maske, die Sie mir aufgelegt hatten an dem Tag. Ich weiß nicht, hat sich meine Haut in irgendeiner Form verändert? Also vom Weiten? Gut, dass wir so weit auch mit Abstand auseinandersetzen. Ja. Im Video hat man gerade schon gehört, dass Sie sich vorstellen können, in die Fußstapfen Ihrer Mutter zu treten. Das hatte ich auch eingangs schon gesagt, dass Ihre Großeltern und auch Ihre Mutter schon in dieser Berufsfachschule hier in Wiesbaden aktiv sind. Haben Sie denn sozusagen die Ambition, auch so ein Familienunternehmen, eine Familientradition fortzusetzen? Ist das überhaupt geplant? Ja, also geplant ist es auf jeden Fall. Klar ist noch die Frage, wann. Verhandelt man gern noch miteinander? Aber im Großen und Ganzen würde ich es schon sehr schön finden, das als Familienbetrieb weiterzuführen. Welche Rahmenbedingungen erwarten Sie denn? Also auch, dass es sich lohnt für Sie zu sagen, okay, jetzt bleibe ich auch im Handwerk und ich möchte das gerne weiterführen. Passt denn alles so weit oder der Standort Wiesbaden ist ja schon mal gut? Ja, also der Standort Wiesbaden ist natürlich prima. Klar, man kann immer weiter ausbauen, man kann immer größer, besser werden. Aber im Großen und Ganzen passen die Rahmenbedingungen schon. Ja, ich frage vor dem Hintergrund, weil es natürlich auch eine Generationenfrage ist. Denn jede Generation hat einen anderen Schwerpunkt gelegt auf die Arbeit, auch ja, im Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mhm. Haben Sie denn da konkret auch Vorschläge, was Sie ändern wollen würden, anders machen möchten? Klar, jeder hat so seine eigenen Vorstellungen, Wünsche, Ziele. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen sind meine Mutter und ich uns da ziemlich ähnlich in der Umsetzung. Natürlich ein familiäres Miteinander, nicht nur mit den Mitarbeitern, sondern auch mit den Auszubildenden, wird bei uns tatsächlich sehr groß geschrieben. Ist das ein typischer Frauenberuf, den Sie auch haben? Sehr typisch, sehr typisch. Also Männer kommen tatsächlich nur zur Behandlung zu uns. Wäre natürlich schön, wenn man auch mal Auszubildende Herren hat bei uns, aber das ist leider noch nicht so groß. Woran hängt es denn da? Ist das Klischee oder das ist das Klischee? Weil ja, Fingerfertigkeit könnte man ja auch als Mann, als Kosmetiker sozusagen an den Menschen anlegen. Ja, das wäre natürlich, also ein Kosmetiker wäre natürlich sehr gefragt, gerade auch in der Frauenwelt, sage ich es mal so. Aber ich denke mal, gerade das Klischee prägt das Ganze schon ziemlich. Ja, eine Powerfrau fürs Handwerk ist die Handwerksmeisterin im Maler- und Lackiererhandwerk, Esther Hummel. Sie ist nicht nur Inhaberin der Ferdinand Hummel Baudekoration in Gelnhausen mit rund 45 Mitarbeitern und einigen Lehrlingen, sondern sie ist auch ehrenamtlich aktiv, unter anderem als Kreishandwerksmeisterin der Kreishandwerkerschaft Gelnhausen-Schlüchtern. Eine ihrer Auszubildenden hat uns erzählt, wie sie ihre Ausbildung zur Maler- und Lackiererin bei ihr erlebt hat. Gucken Sie mal. Also als Frau halt jetzt die Ausbildung als Maler- und Lackiererin ist echt schon bei so einer großen Firma schon chaotisch. Man muss sich halt durchsetzen in der Firma. Jeder sollte den Beruf machen, den er halt möchte und nicht so, Frauen dürfen nur im Büro sitzen oder müssen halt nur Frauenberuf machen, halt in Altersheim oder so. Die dürfen auch schon, wenn sie Bock haben, so einen Beruf machen wie Maler und Lackierer oder Schreinerin oder Fliesenlegerin. Im Video spricht ihre Auszubildende an, dass Maler und Lackierer kein typischer Frauenberuf sei. Was ist denn überhaupt ein typischer Frauen- oder Männerberuf aus Ihrer Sicht jetzt auch?
Ja. Also ich würde sagen, so typisch Frauenberuf, Männerberuf gibt es auch nicht mehr. Aber die Berufe sind doch eher frauenlastig oder männerlastig. Also es ist schon doch so, dass die wenigen Frauen ins Handwerk gehen. Jedenfalls so das Bauhandwerk. Und wir haben leider auch wenige Auszubildende, derzeit auch nur eine. Und auch die Gesellinnen sind in der Unterzahl. Sie haben sich trotzdem damals dafür entschieden. Aus Familientradition heraus? Nee, erstmal überhaupt nicht. Also ich wollte irgendwas Künstlerisches machen. Hatte dann erst im elterlichen Betrieb Bürokauffrau gelernt und bin eigentlich währenddessen eher so in das Handwerk geschlittert. Also es hat mir gefallen, was meine Mitarbeiter so hergestellt hatten und ja, am Ende des Tages ja so eine fertige Arbeit gesehen hatten. Und da hatte ich mich dann entschieden, Maler und Lackiererin zu werden. Aber die Frage ist ja, was können Sie von Ihren Erfahrungen oder von Ihren Impulsen, auch das war ja der Eingang, setzen Frauen neue, andere Impulse, was können Sie von Ihren Impulsen möglicherweise an die zukünftige Generation weitergeben? Ja, also auf jeden Fall setzen Frauen andere Impulse. Ich würde auch jetzt, klar, es ist eine andere Generation, bin ich ja jetzt auch hier, Frauen führen anders. Eher die emotionale Ebene oder ich würde sagen auch, Entscheidungen werden auch aus dem Bauch raus gefällt. Klar, Männer sind auch impulsiv, aber doch, also das Miteinander, Frau, Mann, auch die Betriebsführung, eher das Familiäre machen Frauen eher. Der Vorteil ist da die Mitarbeitergewinnung. Also ich habe keine Probleme, Mitarbeiter zu gewinnen, auch Ausbildungsplätze zu bekommen. Und das würde ich sagen, das liegt schon, das ist Frauenlastig. Lange Zeit war es so, und Herr Füll wird mir das sicherlich beipflichten, dass man als Frau natürlich immer so eine Vakante war, ne? So eine unbestimmte Variante, die da noch möglicherweise mit reinspielen könnte, zumindest in der Generation vor uns, nämlich das Thema Familie. Haben Sie auf irgendetwas verzichten müssen oder zurückstecken müssen aufgrund Ihres Berufes? Nein, zum Glück nicht. Also ich habe mich für Familie und Kinder entschieden, also habe 3 weitaus erwachsene Kinder mittlerweile und musste da keine Entscheidung fällen. Zum Glück konnte das auch beruflich und das Private gut miteinander kombinieren, auch die Erziehung der Kinder, gerade weil ich selbstständig wohl war. Lässt sich das immer so einfach, Sie sagen das jetzt so selbstverständlich, das habe ich alles so hinbekommen und das war relativ easy für mich, aber trotzdem hat ja bestimmt auch ein paar Probleme gegeben, Job und Familie unter einen Hut zu kriegen. Ja, aber der Grund lag wohl in meiner Selbstständigkeit. Ich konnte mir die Zeit natürlich einteilen. Wenn eins der Kinder krank war, konnte ich erst morgens zum Arzt gehen. Ja, und musste nicht bei dem Arbeitgeber Punkt 7 Uhr auf der, also im Büro oder auf der Baustelle sein. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum wenige Frauen ins Handwerk richtig gehen. Denn die müssten dann ja doch, wenn sie jetzt das kombinieren, Beruf, Familie und so weiter, der Arbeitgeber erwartet doch da eine Pünktlichkeit und auch die Termine. Ja, und den ganzen Tag 40 Stunden auf der Baustelle mit Familie gibt es doch noch zu wenige Kindergarten- oder Ganztagskinder- und Ganztagsschulplätze. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Ja. Ich habe 5 Gründe für Frauenpower im Handwerk gefunden, Herr Füll. Auch natürlich die Frage an Sie, welches kommt Ihnen denn oder welcher dieser Gründe kommt Ihnen denn so am nächsten oder welchen finden Sie am sympathischsten, warum wir mehr Frauenpower im Handwerk brauchen? Ich lese Ihnen die 5-mal vor und dann dürfen Sie sich für einen entscheiden, den Sie besonders attraktiv und schön finden. Also Frauen denken anders, gucken weibliche Kolleginnen anders drauf. Da geht es so ein bisschen um den Blickwinkel. Also Frauen denken anders. Frauen sind kreativer. Ist das eine Fähigkeit, die die Männern abhanden gekommen ist im Handwerk oder ganz anders ausgelegt wird bei einer Frau? Frauen kommen gut an, habe ich gefunden, als 3. Punkt für Frauenpower. Ist das möglicherweise auch für die Kundschaft ausschlaggebend, dass Frauen, Stichwort Wiedererkennung, beim Kunden länger in Erinnerung bleiben und vielleicht auch für die handwerkliche Tätigkeit mehr Wertschätzung da ist? Dann Frauen kommunizieren anders. Da ist, glaube ich, eher so der Teamgedanke gemeint. Also Frauen denken logischer, emotionaler, Männer manchmal vielleicht etwas pragmatischer.
Und der letzte und fünfte Grund, Frauen nehmen ihre Arbeit ernst. Da gibt es nicht diese Null-Bock-Haltung draußen auf der Baustelle. Ist das möglicherweise auch ein Einstellungskriterium, ein Grund, warum man eine Frau einstellen sollte? Herr Füll, vielleicht dürfen Sie mal anfangen. Welcher dieser fünf Punkte gefällt Ihnen denn am besten? Eigentlich müsste ich sagen, alle fünf gefallen mir am besten. Alle fünf sind Gründe, warum man mehr Frauen im Handwerk dringend benötigt. Aber mir ist, glaube ich, der Punkt des Kommunizierens und der Teamfähigkeit einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Da sind wir noch nicht so gut aufgestellt. Also das eine Durchmischung? Nein, ich glaube, da spielt sich einfach mehr im Teamgedanken ab. Da ist man nicht so auf sich selbst fokussiert, sondern hat Interesse, als Team eine gute Leistung abzuliefern. Und da ist natürlich auch die Kommunikation untereinander eine andere und nicht ganz so egoistisch vielleicht. Frau Wienzek, welcher dieser fünf Punkte gefällt Ihnen denn am besten? Ich denke, so, es ist primär auch bei uns Frauen der Blickwinkel, dass wir die Sachen vielleicht noch mal ein bisschen anders sehen, eher noch mal diese Detailverliebtheit in Dingen finden. Aber ich denke mal, die Null-Bock-Einstellung, die können Frauen sowie auch Herren haben. Mhm. Ich denke, das ist, das kann man da nicht so ganz verallgemeinern. Mhm. Frau Hummel, Sie als Inhaberin, als Chefin, die plötzlich vor Mitarbeitern dann auch steht, welcher dieser Punkte hat Sie am meisten angesprochen? Ja, jeder. Also ich kann mich da dem Herrn Füll anschließen. Irgendwo, das ist einfach die Vielfalt, die zählt. Also überhaupt das Team, es gibt nicht reine Männer kommen gut an, Frauen kommen gut an, aber die Vielfalt, das Miteinander und diese Mischung irgendwo, die ist gut in Betrieben. Mhm. Und natürlich dürfte die im Handwerk eher Frauen, mehr Frauen sein. Ausgeprägter sein. Frau Triebert. Also ich denke auch, dass der Wiedererkennungswert da auch mitspielt. Ja, weil viele einem auch das gar nicht unbedingt zutrauen. Oder wenn man jetzt so messtechnische Dinge erklärt und dann sagen viele, ach, schön, dass sie das auch können. Ja, und auch diese Null-Bock-Einstellung, denke ich auch, dass man das nicht unbedingt nur auf ein Geschlecht zuweisen kann. Sie haben ja, oder ich habe eingangs gesagt, Sie müssen sich jeden Tag auf neue Kundinnen und Kunden einstellen, auf neue Persönlichkeiten. Auf welche Welten treffen Sie denn da? Also wirklich ganz verschieden. Also wir haben das auch in der Schule ganz intensiv behandelt, dieses emotionale Abholen, dass man wirklich da, wo der Kunde selbst steht, ihn abholt und da dieses Gespräch halt einfach aufnimmt, sich auf die verschiedenen Persönlichkeiten einstellt, auf jeden Fall. Ist das immer leicht? Nicht immer, aber ich denke, wir bekommen das ganz gut hin. Weil direkt am Kunden vorne ist natürlich dann auch, ne? Sehr, ja, sehr schwer, dann sofort zu agieren und zu reagieren auf Wünsche oder Äußerungen. Aber das fällt Ihnen leicht offenbar. Ja, ja, ich denke schon. Auch vor allem, wenn man im Foyer ist und dann auch verschiedene Kunden einfach vorne auch dann sind und ja auch dann mitbekommen, wie man mit den anderen agiert. Ja. Herr Füll, Sie sind ja ebenfalls Maler und Lackierermeister. Was meinen Sie, so als jemand, der aus einem typischen Männerberuf kommt? Was braucht es, um diese Klischees aufzubrechen als Vorderstes? Als Vorderstes, glaube ich, eine Menge positive Beispiele, so wie wir sie hier heute als Teilnehmerin ja auch haben. Aber ich glaube, das typische Männerberuf, also meine Lehre liegt ja jetzt schon einige Jahre zurück. Und da war es schon so, dass wir über 20% Frauen hatten, die eine Malerausbildung mal begonnen hatten. Von daher, glaube ich, ist gerade Maler im Handwerk schon einer der Berufe, die schon früh damit auch begonnen haben, Frauen auszubilden. Was könnten denn wir Männer dazu beitragen, dass diese Klischees fallen? Ach, na ja, gut, wir müssen es auch akzeptieren nachher. Gerade im Team muss es dann schon auch eine Akzeptanz gegenüber da sein. Aber auch die Erfahrung haben wir gemacht. Also ich glaube, das Klischee ist vielleicht noch in allen Köpfen verbreitet, die nicht so eng im Handwerk verbunden sind. Ansonsten ist das Klischee schon längst durchbrochen und wird anders gelebt heute. Frau Triebert, haben Sie denn ab und zu mal auch mit Vorurteilen zu tun? Also ist Ihnen das irgendwo auf Ihrem Weg begegnet, wo Sie gesagt haben, ach, das muss jetzt aber nicht wirklich sein, oder? Muss ich mir das noch anhören? Ja, ich denke schon. Also manchmal gerade diese verschiedenen Persönlichkeiten, die dann dort aufeinandertreffen,
die einem das nicht unbedingt zutrauen, dass man dieses technische Wissen, Hintergrundwissen dann da auch hat. Mhm. Und wenn man dann anfängt, immer mehr zu erzählen, immer mehr zu erklären, merkt man schon, dass es so im Laufe des Gesprächs dann erst diese Anerkennung dann kommt. Mhm. Gerade diese Techniknummer, ne? Kann man die als Frau dann auch ausblenden und sich mehr auf diese emotionale Ebene dann auch einlassen? Also wie gelingt Ihnen das? Wie schaffen Sie eine Bindung? Wie kriegen Sie den Schalter umgelegt? Also grundlegend ist erstmal das Anamnesegespräch bei uns das erste Thema, wo man dann die Hörgeräte dann wirklich anhand der Anamnese des Kunden einfach auswählt. Mhm. Auch das persönliche Umfeld, und da muss man dann dass beide halt eben schaffen, ja, mhm. dass man das Technische dann auf den Alltag des Kunden dann abstimmt und dann diese emotionale Ebene dann da auch bekommt, ja. Mhm. Bei Ihnen, Frau Wienzek, ist es ja so, da haben wir genau das Gegenteil, ne? Haben wir ja schon gesagt, typischer Frauenberuf. Gibt es denn da unter Ihnen, auch unter den Kolleginnen, Vorbehalte gegen Männer, wo man sagt, ach, das könnten die jetzt ja mal gar nicht, was wir können? Oder ist das gar kein Thema bei Ihnen, dass man sagt, wäre schön, wenn der Mann oder die Männer sich da mal rantrauen würden? Ja, also ich glaube, es ist eher, dass man maximal sagen würde, Männer sind ja eher so dann Klischee-Grobmotoriker. Das ist dann eher so dieses sanfte, ruhige, wo man dann vielleicht sagen könnte, okay, das kann vielleicht nicht jeder Mann. Ich meine, wir Frauen, ruhigere, angenehmere Stimme. Vielleicht fällt uns das noch mal ein bisschen leichter als vielleicht dem einen oder anderen Herren. Mhm. Aber ansonsten, ich denke, ein Mann könnte genauso gut Kosmetiker werden wie wir. So. Aber es trauen sich noch nicht so viele. Nein. Da müssen wir irgendwie ran. Also da bräuchten wir mal 5 Gründe, warum wir mehr Männerpower brauchen im Handwerk, oder? Glaube ich an dieser Stelle. Ja. Aber da werden wir mal vielleicht einen zweiten Teil draus machen, Herr Füll, wenn Sie einverstanden sind. Frau Hummel, wie viele Männer, wie viele Frauen haben Sie eigentlich in Ihrer Belegschaft? Wie ist da sozusagen die Parität? Ja, natürlich haben wir mehr Männer. Derzeit habe ich nur eine Auszubildende. Mhm. In der Regel haben wir 2 Gesellinnen, also grundsätzlich sind es maximal 5%. Im Büro ist es ausgewogen, da kann man sagen halbe, halbe. Mhm. Draußen auf der Baustelle, hat sich da denn ein bisschen was auch für Frauen verändert, wenn Sie da Rücksicht nehmen oder vielleicht sogar auch die Wertschätzung der Kollegin gegenüber ausdrücken wollen? Wie sieht das da konkret bei Ihnen aus? Natürlich habe ich das dann aus dem Blickwinkel einer Frau gesehen, wie die Baustelle organisiert ist. Ganz besonders die sanitären Anlagen, die auf den Baustellen dann halt herrschen. Da einfach geschaut, wenn eine Frau da ist, dass dann die sanitären Anlagen in Ordnung sind. Aber das hat sich sicherlich auch positiv für die Männer dann entwickelt. Mhm. Wie gehen denn die Männer damit um, dass vor ihnen eine Chefin sitzt? Also Frau Hummel, persönlich? So. Die suchen sich die ja aus, denke ich. Die bewerben sich ja bei mir. Und ja, also ich habe kein Personalproblem, trotz Mangelware im Handwerk. Also denke ich, dass die Männer sich bei mir im Betrieb ganz wohl fühlen. Ja. Müssen Frauen sich eher beweisen, auch in ihrem Handwerk? Ich denke schon. Also die Frau muss einfach doch irgendwie fachlich erstmal punkten und da gut argumentieren, dass sie behauptet, aber das ist eigentlich das Einzige. Mhm. Was können Männer denn von Frauen lernen? Also was sie lernen und was sie täglich anzeigen, ist, dass sie sauberer auf der Arbeit erscheinen. Also das ändert das natürlich komplett. Das Erscheinungsbild der eigenen Mitarbeiterinnen verändert sich natürlich mit einer Frau oder einem jungen Mädchen auf einer Baustelle. Da überlegt man schon, ob man die dreckige Hose noch einen Tag anzieht oder ob man nicht lieber heute schon mal die Kleidung wechselt. Und fachlich? Fachlich ist es auch so, dass man gerade, also wir haben natürlich gerade in unserer Branche jetzt, oftmals kommen die Frauen mit einem höheren Bildungsstand schon aus den Schulen ins Handwerk hinein, weil sie es vielleicht als Sprungbrett für ein späteres Studium, Architektur oder was auch immer benötigen. Und da ist es schon so, dass sie die jungen Männer gerne mitziehen. Also es blockt jetzt nicht, dass man sagt, die ist uns ja eh weit überlegen und da blocken wir mal komplett ab, sondern man will da nicht unbedingt in seiner eigenen Leistung nachstehen. Und eine junge Frau motiviert auch zur Leistung bei jungen Männern.
Wann wird es denn die erste Kammerpräsidentin geben? Also in Wiesbaden kann ich es nicht vorhersehen. Da sind wir ja im Moment arbeitgeberseitig im Vorstand noch nicht so weiblich ausgelastet, in der Vollversammlung durchaus. Also von daher würde ich es nicht ausschließen, dass es kommt. Auf Hessenebene haben wir ja die erste auch Malermeisterin zufällig in Frankfurt-Rhein-Main jetzt als Kammerpräsidentin. Also auch da sind die Wege vorbereitet. Nicht, dass ich Sie da raushaben möchte. Sehr angenehmer Gesprächspartner nach wie vor. Wir kommen schon zur Schlussrunde, denn wir sind so gut wie am Ende. Und Sie wissen, zumindest Herr Föhl kennt mich, es gibt zum Schluss immer eine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wir stehen ja wenige Tage kurz vor der Bundestagswahl. Und die Handwerkszeitung, Ihnen allen wahrscheinlich bestens bekannt, hatte Betriebe gefragt, was wünschen Sie sich denn von der neuen Kanzlerin oder dem neuen Kanzler in Bezug aufs Handwerk? Meine Frage an Sie wäre, wem der Kanzlerkandidatinnen, also Annalena Baerbock, Armin Laschet oder Olaf Scholz, würden Sie mit einem unwiderstehlichen Angebot mal zeigen, also in Ihren Betrieb einladen, was Frauen im Handwerk so können oder wie viel Sie oder er noch dafür tun müssten? Herr Füll. Also mich würde schon freuen, wenn alle Kandidatinnen oder Kandidaten sich überhaupt mal dem Thema Handwerk und Betrieben ein bisschen näher zeigen würden. Und gerne laden wir sie auch alle mal ein, ins Handwerk mal reinzuschnuppern, um dort Erfahrungen zu machen, die uns im Alltag begegnen. Ich glaube, da ist vieles nicht davon auf dem Schirm der Person. Ich glaube, auch dann wird man sehen, dass das Thema Frauen in klassischen Handwerksberufen, die wir immer noch als klassische Männerberufe vielleicht sehen, durchaus längst aufgebrochen ist. Frau Hummel, Sie als Nächste. Wen würden Sie denn mal gerne auf dem Bau sehen und ihm zeigen, was Frauen Tolles können bei uns in Hessen? Ja, ich würde alle Kandidaten, Kandidatinnen gerne einladen und zeigen, wie es im Handwerk so zugeht. Und besonders, da hatten wir vorhin ja schon drüber gesprochen, einfach die Vereinbarkeit Familie und Beruf, das im Handwerk einfach da mehr zum Thema machen. Mhm. Frau Wienzeck, wen hätten Sie gerne unter Ihren Fingern? Ganz ehrlich, Sie dürfen einfach mal frei raus. Nö, da. Ich habe alle gerne unter meinen Fingern, sage ich es mal so. Aber klar, natürlich auch zu zeigen, dass hinter der Kosmetik mehr steckt als nur Schminken. Oder dass wir natürlich wirklich ein anerkannter Ausbildungsberuf sind. Und sei es, dass man sagt, man unterstützt uns Kosmetikerinnen, indem wir mehr Anerkennung bekommen und zulassungspflichtig werden. Allein damit wäre, sage ich jetzt mal, dem Ganzen schon ein bisschen mehr geholfen. Und Frau Triebert? Ich denke auch, dass wir auch gerne jeden davon einladen würden, also alle drei gern bei uns im Betrieb auch mal herumführen könnten und auch mal generell den Beruf, der eigentlich ja eher so im Hintergrund ist, man wird ja eher auf Hörgeräte oder was damit zu tun hat, eher aufmerksam, wenn man es dann braucht. Mhm. Genau, was damit zusammenhängt. Damit alle drei zeigen. Sie das Handwerk besser hören würden. Genau. Und könnten. Wunderbar, ich bedanke mich für die äußerst kurzweilige Runde. Das war sehr spannend für mich zu hören, wie Sie Frauenpower definieren im Handwerk hier bei uns in Hessen. Danke Ihnen recht herzlich, Ihnen allen. Herr Füll, danke schön für die Einladung und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Runde und wünschen Ihnen jetzt einfach noch einen schönen Tag des Handwerks und auf bald. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.